willkommen zu einer neuen Runde von Endergames, mit Endergames, bei Endergames, auf Endergames, in Endergames, Endergames halt. Anmoderation ist wieder mal sowas von top heute, aber ja, Endergames, wir spielen wieder Torkit, wie immer, was anderes kann ich ja nicht, und wieder alleine, und ich hoffe, das wird heute wieder eine ähnlich gute Runde wie die letzte. Ich hoffe, ich lade die sogar in der richtigen Reihenfolge hoch, sonst wird es peinlich. Genau, letztes Mal bin ich ja leider ganz knapp nur Dritter geworden, weil ich irgendwie den letzten nicht gesehen habe. Ich hatte equipment-technisch, glaube ich, die besseren Karten. Auch mit dem Kit hätte ich die beide auseinandernehmen können, aber ja, ich habe es nicht gesehen. In ein Loch gefallen, Enderperle falsch geworfen, Apfel zu langsam gegessen. Man kennt das ja, das Übliche halt, ne? Eins führt zum anderen und dann ist man halt plötzlich tot. Das ist halt sehr oft so hier im Spiel. Ich wollte gerade sagen, im echten Leben, aber das wäre ein bisschen brutal. So im echten Leben wäre so, man passt kurz nicht auf, ist sofort tot. Also, ja. Also kann sein, dass das auch so ist, aber glaube ich jetzt weniger tatsächlich. So, ich habe irgendwie das Gefühl, auf Gommel ist irgendwie so Valentins-Adventure, weil ich nehme gerade nach dem Wochenende von Valentinstag auf und hier ist alles pink. Okay, wem es gefällt, soll es machen. Und ich stehe gerade hier in der Wüste. Keine Bäume, kein Holz. Also eigentlich logisch, ne? Keine Bäume, kein Holz, das ist so, ne? Der Zusammenhang erschließt sich vielleicht dem einen oder anderen. Und ich komme nicht an die Bäume ran. Danke, Bäumle. So. 95 Blöcke. Okay, das reicht vielleicht noch für zumindest ein Schwertchen bauen. Sonst blöd. Müssen wir noch mal ein bisschen Brot backen, weil Essen ist auch gerade irgendwie knapp. Da ist ein Kistchen. So, Kompass sagt 150 Blöcke. So. Letztes Mal waren es 4 Kills bei 24 Mitspielern. Wie viel werden es jetzt wohl bei 10 Mitspielern sein? Ich hoffe mehr. Ui. Nett. Alles klar, ist ja wahrscheinlich mit komplett Equipment und ich renne hier oben noch so mit gefühlt nackt rum. Habe ich mir jetzt gerade ernsthaft den Vergiftungstrank selber reingeworfen? Ey, ich bin ja ein Held, Alter. Das war ein fucking Vergiftungstrank und ich hau mir den selber rein. Ah, alles klar. Aber ich habe die Sachen richtig gecraft. Die war richtig gemacht gerade. Ich habe nämlich die richtigen Sachen tatsächlich gerade reingeworfen. So, kurz aussortieren. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, da ist jemand. Den holen wir uns jetzt auch direkt. Komm. Sieht der mich nicht? Der sieht mich nicht oder hat nicht gemerkt, dass ich hier bin. Haha, wie geil. Oh, oh, lol. Uff, Alter. Ich glaube, der wollte richtig auf mich drauf gehen. Gut, dass ich geportet wurde. Ach. Und dich will ich nicht. Kusch dich. I don't like you. Please let me alone. Und ich glaube, von den drei, die ich jetzt gesehen habe, habe ich gerade das bessere Equipment. Kann das sein? Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber sah kurzzeitig so aus, weil die drei, die ich jetzt gesehen habe, so zumindest vor 3-4 Ports, war ich noch der bestausgerüstetste. So, muss ich nur aufpassen, dass mir jetzt keiner in die Arme läuft. Ich jetzt auch keinen großen Fehler mehr mache. Weil ich möchte die Runde gewinnen. Ich möchte die Runde gerne gewinnen. So. Oh ne, uff. Uff, 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 Alter. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges gerade verloren. Kann das sein? I hope so. So, weiter im Text. Wir haben noch 5 Gegner. Ich bin wieder mal am Pübbes der Welt. Kein Mensch ist hier. Toll. Und ich trottel latsch jetzt durchs Wasser durch. Das ist immer gut. Okay, da sind es wieder 2 relativ nah beieinander. Sie wurden getauscht, ich weiß es nicht. Noch 4 Gegner. Und ich habe tatsächlich jetzt, glaube ich, wieder Equipment-Technik abgelöst, weil ich glaube, die haben jetzt alle ein bisschen hochgepusht, glaube ich. Würde ich es behaupten. Also, ne? So. Okay, der oben, die 2 immer noch nicht. Laber.
Oh Gott, da schießt jemand, da kommt jemand. Oh lol. Oh ja, Triple Double Fight. Danke. Okay, der ist jetzt mal raus. Soll mich nicht stören. Ich snack mir hier erstmal das ganze Zeug, was er hier verstreut hat durch seinen Kill, den ich mir jetzt sehr unschicklich genommen habe. Aber gut, muss damit rechnen. Ist Ender Games, ne? Alle gegen jeden. Und ja, der Masos hat jetzt eine Spielzeit gewonnen. Okay, der eine ist schon mal unsympathisch für mich. Er hat nämlich den Bogen. Den benutzt ihn auch. Ah, Kiste. So, Ziel genau auf ihn drauf geschmettert. Okay, es sind zwei. Oh nö. Fuck mich nicht ab, Alter. Erstmal schön Rack Potion rein, auch welche ich nicht brauche. Hey, wo sind die? Ah, wo sind die? Dich will ich doch gar nicht. Dich da hinten will ich. Ich hab voll Bock auf der richtig da hinten zu töten kann. Ernsthaft? Der Holzfäller? Der fucking Holzfäller? Warum ist der jetzt vor mir? Nicht, dass ich ihn nicht haben wollte. Ah, die Team. Ah Gott, ich meine Tastenkürzel hier wieder. So. Holzfäller-Kumpel ist weg. Ich jetzt auch. Das ist so ein Dreifach-Endmatch. Oh nee, ich hasse sowas. Kann ich gar nicht leiden. Hat wieder nur Scheiße dabei gehabt, der Typ hier. Ich meine, gut, er war Holzfäller. Was erwarte ich aber? Muss ich noch aufpassen. Der eine, der war etwas bissiger, habe ich das Gefühl. Der eine da. Der eine war bissiger. Welcher von den zweien? Mal gucken, wie ich jetzt zuerst klatsche. Oder ob ich sie erstmal kämpfen lasse. Ich müsste sie eigentlich kämpfen lassen. Das wäre taktisch, glaube ich, am klügsten, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass taktisch jetzt warten die beste Möglichkeit ist, die ich habe. Oder hoffen, dass ich Dias finde und mir jetzt noch bessere Sachen craften kann. Perfekt. Auf was er nicht geportet wäre. Das wäre eklig, aber ich glaube. Oh, sieht richtig gut aus. Richtig gut aus. Sehr geil. Jetzt muss ich nur greifen, ich nur keinen Fehler machen. Komm. Ah, uff, Alter. Ich habe echt die Ruhe weg gerade, merke ich, ne? Ich habe echt die Ruhe weg. Ich stehe hier und crafte mir ganz langsam die Sachen zusammen. Wie geil. Ey, alle Welt wollte jetzt hier so richtig Panik schieben und Tactical Play machen, warten auf den nächsten Port und ich sitze hier, ja, wir craften uns mal eine Tierrüstung. Wir haben Zeit, ne? Okay, jetzt haben wir noch einen. Okay, jetzt muss ich reingehen. Ich glaube, ist der noch low. Wenn ich Pech habe, nicht. Okay, jetzt weiß ich, jemand von Vora kommt. Oder auch nicht. Oh, lol! Das ist der Typ. Lol. Okay, der hat, glaube ich, gerade einen Heal Potion genommen. Sieht einfach nur taktisch ausplayen, ne? Und hoffen, dass er zuerst den am Schaden stirbt, den ich ihm zufüge. Habe ich noch Pfeile? Nein.
Okay. Ich meine, ich kann jetzt theoretisch die ganze Zeit mit dem Haken hier jetzt runterbaiten, aber das ist ja langweilig, oder? Okay, ich weiß. Uff, Alter. Ja, komm, stirb an Fallschaden gleich. Er ist an Fallschaden gestorben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter. Ich hab mal einen Win auf Band, Digga. Uhuhuhu. Geil, Alter. Ich hab endlich in Ender Games Win auf Band. Stats. Easy. Geil. Das ist doch mal ein schöner Abschluss hier. Oh, ist das schön. Ist das schön, ey. Ich fühle mich gerade recht gut. Puh, weil der Puls ist hier schon so. Was sagt meine Fitness-Tracker-Uhr, die ich nicht brauche? 75. Oh ja, okay. Ich sonst PC-Spiel liegt da so bei 55 so rum. Aber ja, okay. 20 Schläge höher, ja. Uff, Alter. Uff. Endlich. Endlich habe ich mal einen Sieg auf Band. Aber naja, gut. Waren nur 2 Kills. Aber egal. Es war ein Sieg auf Band. Ich meine, von der letzten Runde, die ich hochgeladen habe, da waren ja auch 4 Kills und fast ein Win. Aber egal. Uff, Alter. Das hat jetzt mal gut getan. Und ja, wenn es euch gut getan hat, dann gerne einen Kommentar schreiben oder ein Like da lassen oder abonnieren oder weiß ich nicht was machen. Irgendwie, keine Ahnung. Boah, ich bin richtig geflasht. Bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge, keine Ahnung. Haut da rein. Ciao.